Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich würde in dem Video würde ich euch gerne ein neues Programm vorstellen. Als Einleitung, ich habe ja schon mal im Stream oder so erwähnt, oder hatte auch, glaube ich, mal ein Video gemacht, ich weiß es gar nicht, ein Video hat das schon nicht gemacht. Ich hatte bis jetzt den Windows Explorer benutzt. Also heißt Windows Explorer, ist aber halt nicht der Windows Explorer. Das ist halt ein Programm, was einer gemacht hatte, was es bei GitHub gab, dass man sich sein Windows anpassen kann, weil die alten Sachen ja immer noch hinterlegt sind. Also die Ordnerstruktur und vom Start hier unten, wie das im Windows 10 war. Das ist ja immer noch hinterlegt gewesen. Und der macht das aber nicht weiter und jetzt kam ein Update und ich konnte nicht mehr mein Windows 10 Optik haben, die ich viel besser und viel schöner und viel organisierter finde als Windows 11. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht nach was Neuem und dann habe ich das entdeckt, was ich euch heute zeigen will. Ich habe mir auch die Webseite mal aufgerufen. Und zwar Start 11 2.0. Dann hatte ich die 30 Tage Testzeit gemacht und habe dann den Hersteller gefragt, ob ich würde halt gerne Videos machen und so, weil ich finde absolut begeistert von dem Programm, ob ich einen Code kriegen könnte. Habe auch einen Code gekriegt, aber hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Ich sage euch trotzdem meine ehrliche Meinung. Habe mich auch da angemeldet. Die haben auch noch ein paar andere schöne Programme. Hier zum Beispiel kann man dann komplett die Ordner anpassen. Also wirklich komplett anpassen. Man kann Windows XP-Style, aber viele Sachen sind, glaube ich, bei mir in Start 11 auch drin. Also von Ordner. Ich habe Start 11 noch nicht alles rausgefunden, was man machen kann, weil ich benutze es jetzt zwar schon über 30 Tage, aber da ist so viel drin. Und ich habe es jetzt erstmal so angepasst, so dass mein Windows mir so wieder gefällt, wie ich es gerne haben wollen würde. Und bin jetzt nebenbei immer... Meine Freundin arbeitet halt momentan viel und da ist halt nicht so viel Zeit, dass ich am PC sitze und weil ich dann auf die Kleine aufpasse, dass ich da ein bisschen rumexperimentieren kann. Deswegen habe ich noch nicht alles geschafft, aber vieles habe ich schon getestet und es ist so geil. Ich war im ersten Augenblick, sage ich euch so wie es ist, ich habe einfach nur gedacht, ja, ist okay. Macht man sich dann halt Windows wieder oder so. Und dann sieht es so aus und so. Und dann habe ich mir das alles durchgelesen und auch auf der Webseite steht alles erklärt. Das ist im Gegensatz zu Explorer Patcher, so heißt das. Nicht Windows Explorer, Explorer Patcher. So, ist es so, Explorer Patcher installiert ihr und dann greift ihr auf die Sachen zu, die im PC gespeichert sind. Also das alte Menü und so. Das mit dem letzten Update scheint Windows das rausgemacht zu haben. Jedenfalls findet Explorer Patcher das nicht mehr und deswegen habe ich mir was Neues gesucht. Start 11 ist anders. Start 11 stellt diese Dateien selber zur Verfügung. Also egal, auch wenn Windows diese Original, Windows 10, Windows 7, Windows 8 Dateien, die haben sie ja schon, 7 und 8 haben sie ja schon rausgenommen, wenn sie die aus dem System rausnehmen, durch Start 11 wird euch das selber zur Verfügung gestellt. Also ihr seid nicht auf die Sachen von Windows angewiesen, was eine mega Erleichterung ist. Wir gehen erstmal den Start durch, damit ihr da so einen kleinen Überblick habt, auf was auf euch zukommt. Und dann zeige ich euch das Programm. Ja? So, dann werde ich erstmal begrüßt, weil ich habe ja da ein Konto logischerweise. Und dann sieht man halt hier schon das Normale. Und hier, das ist so widerlich von Windows 11. Ja? Man hat diese paar Symbole und hier unten ein paar. Das ist richtig ekelhaft. Ich habe jetzt nicht mal viele drin. Ich habe nur mal so, ich habe noch nicht geschafft, alles hier reinzumachen, aber ich habe jetzt so halbwegs angepasst, dass ich die wichtigsten Sachen machen kann. Die wichtigsten PC-Programme, meine Programme zum Bearbeiten, also Videobearbeitung, Bildbearbeitung ist hier oben, Videobearbeitung ist an der Etage tiefer. Dann haben wir hier Stream. Alles, was ich zum Stream brauche. Aufnahme oder auch Aufnahme vom Video von Spielen. Das ist halt die Software von meiner Capture-Karte. OBS, wenn ich bei YouTube streame. Das Streamlabs OBS habe ich für Kick jetzt vorbereitet, weil wir da ja auch bald mal testen wollen. Und hier habe ich dann halt so die Ordnung rein gemacht, was ich dann halt am wichtigsten am nächsten brauche. Das sind halt beides Kameraprogramme.
Eigentlich müsste jetzt hier Logitech auch noch sein. Das ist jetzt hier unten. Logitune müsste eigentlich hier oben sein, aber das brauche ich ja nicht so lange, weil meine Elgato-Kamera, die wird jetzt heute rausgeschickt, meine Ersatzkamera, weil meine ja defekt war. Und dann kann ich das ja wieder damit machen. Und dann das Mixer-Programm, dann mein Programm für mein Headset, Discord, um mit euch zu quatschen. Und dann halt die Zusatzsoftware, was ich so habe für Stream Deck, für Licht und so, was ich ja eigentlich hier über Stream Deck steuere. Ja, also hier praktisch Licht an, Licht aus und die Helligkeit und Kelvin und kann ich ja alles über das Stream Deck machen, aber die hören ja auch zu Programmen für Aufnahme, also für Streaming und so dazu, wenn ich mal schnell drauf zugreifen will. Ich habe mir auch das hier hinten angepasst, also dass es halt nicht so stur schwarz ist oder halt kann man Holzmuster und was weiß ich alles machen, zeige ich euch gleich. Das, ich finde es halt so halt am schönsten. Und dann habe ich mir das Menü so gemacht und hier habe ich ausgewählt, dass wenn ich hier raufklicke, das kommt auch noch, unfassbar geil. Ja, ich mache so und dann, das kennt ihr ja, dann kommt er dann einfach da in das Menü wieder rein. Ihr könntet aber auch so einstellen, dass es denn eine Liste ist und so. Jetzt zeige ich euch gleich. Unfassbar. Auch hier unten seht ihr ja, ich habe bei mir hier die untere Leiste, habe ich fast komplett transparent. Ihr könnt die komplett wegmachen. Denn also komplett transparent, dann schweben die Icons da praktisch in der Luft. Aber ich wollte halt so ein bisschen Rand drin haben. Auch was hier rund randheftet, könnt ihr euch da auch... Ach, das ist so unfassbar. So, dann kann man hier sagen, nach was möchte ich denn den PC ausrichten? Also ich habe es damals nicht gemacht. Ich kann ja jetzt mal sagen, kreativ. Ideen, Fotos, Videos zum Leben, genau. Unterhaltung auch. So, und dann machen wir hier einfach mal weiter. Und dann seht ihr hier auch die Planet Video, wo alles erklärt wird. Zack. Sicherheit auf einen Blick. So. Und das war's schon. Dann kann man hier Home drücken. Dann kommt man wieder nach vorne. Auf mein Symbol komme ich dann halt zu meinem Konto. So. Wenn das kommt, wenn ihr installiert habt. Und dann startet auch gleich hier Windows Starter. Da könnt ihr auch groß ziehen, wie ihr wollt. Ja, das passiert. Das ist halt so gemacht, dass es so ist. Ja, also auch wenn ich jetzt hier runtergehe, das bleibt alles so groß. Aber man kann es halt groß ziehen. Ja. Wir fangen aber mal oben an. Und hier habt ihr so unfassbar viele Möglichkeiten, wie ihr euch das Startmenü anpassen wollt. Ihr könnt es halt im Windows, ich will es jetzt halt nicht ändern, weil ich habe Angst, dass meine Ordnerstruktur, die ich mir hier erstellt habe, dann weggeht. Ihr könnt es im Windows 7 Style machen. Ja, dann habt ihr halt hier und hier die zwei, also dass hier oben nur so ein kleines Feld aufgeht. Moderner Style oder halt Windows 10 Style, den habe ich. Windows 11 Style boah. Und App Style, Pro Style, Launcher Style und so. Es ist alles für mich nicht, ich habe es lieber so und dann halt schön strukturiert. Ja. Menükonfiguration. Und hier ist dann das, was ich gesagt habe. So, wir können dann jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt bei Dokumente rauf. Ja, habt ihr ja gesehen, Dokumente ist hier. Da steht auch Dokumente. Zack. Und dann öffnet sich das in einem separaten Fenster. Das ist als Link anzeigen. Wenn wir sagen, wir können es auch als Menü anzeigen, ihr braucht hier nichts speichern, das wird automatisch übernommen. So. Und wenn wir dann hier auf Dokumente gehen, dann haben wir so ein Menü, wo dann alle drin ist, was in diesem Dokumente-Ordner drin ist. So, aber wir machen wieder Link. Finde ich halt am schönsten, habe ich für alles gemacht. So. Gefilterte Ordner. Habe ich bei mir nicht. Ich könnte jetzt einen Ordner hinzufügen, der... Aber
Brauche ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Habe ich hier noch irgendwas offen? Moment mal. So, da war noch was offen. Ich habe das jetzt einfach mal komplett geschlossen. So, hier bei so was könnt ihr denn auch größer ziehen. Oh, wo waren wir? Da waren wir nicht. Achso, da waren wir. So. Individuelles Erscheinungsbild des Menüs. Also das ist das hier unten. Das mit dem Ball. Das ist das Menü. So. Farbe auswählen. So. Können wir hier schwarz machen. Farbe hinzufügen. Schwarz. Okay. Ja, dann seht ihr das. Ich glaube, das seht ihr schlecht. Warte mal, ich mach mal was. Nehmen wir mal rot. Okay. So, dann seht ihr das dann besser. Das ist die Umrandung, wo ich jetzt gerade bin. Da können wir eigentlich rot auch lassen. Oder? Nehmen wir was Schöneres. Ja, blau. Nehmen wir mal türkis. Okay. Ja, türkis gefällt mir so ein bisschen besser. So. Ich hatte es vorher halt schwarz. Also machen wir mal türkis, dann seht ihr auch, was ich mache. So. Und wenn wir Vorgabe machen, dann ist es wieder die Voreinstellung. So weißlich. Seht ihr das? So ganz leicht. Aber wir wollen es ja nicht so leicht. Wir wollen es ja schon. Ja. So. Wir können auch automatisch die Farbe des Startmenüs anpassen. Das ist bei mir ausgegraut. Warum ist es ausgegraut? Ich habe bestimmt irgendwas benutzt, was man das jetzt nicht machen kann. Irgendeine Einstellung gemacht. Verwenden Sie Mika-Effekte. Mini an. Ach, deswegen. Da kann ich es dann anmachen. Oder ausmachen. Wenn wir das jetzt hier ausmachen, dann. Ist immer noch. Ach, Mika-Effekte anstelle des Standard-Unschärfe-Effekts. Ja, das wollen wir. So. Also, ihr könnt dann auch die Schriftart und die Größe. Wie gesagt, ich habe noch nicht geschafft. Das ist so umfangreich, das Programm. Ich habe noch nicht geschafft, alles zu testen. So, visuelle Effekte des Menüs. Kacheln abgerundet. Menü im, beim Öffnen animiert. Ja, das ist dann halt zack. Und wenn er das jetzt nicht machen. So, aus, aus. Seht ihr, dann kommt das einfach dahin. Zack. Ja, und wenn wir jetzt das Menü animieren. So. Sieht halt schöner aus, wenn es hochkommt und einfach zack, ist da. Und hier seht ihr die Ecken, die sind kantig. Und wenn ich jetzt hier sage, abgerundete Ecken, dann sind die hier so, hier oben, sind die abgerundet. Sieht halt schöner aus. Verschiebenmenü, Fantas. Das ist, glaube ich, wenn's, nur wenn die Symbole zentriert sind. Ja, da muss ich noch rumexperimentieren. So, individueller Hintergrund. Da kommen wir dann noch dazu. So, das ist halt das, was ich ausgewählt habe. Moment, ich kriege einen Anruf. So. Eine Computerstimme, die mir meinen rät, um meine Krankenkasse zu ändern. So, hier kann man die Transparenz denn einstellen. Oh, warte mal, machen wir hier unten auf 0 transparent.
dann seht ihr hier, dass der Tab 0 transparent ist, auch der Hintergrund, die Icons nicht. Und wenn wir das dann halt mal auf 50% machen, dann seht ihr so leicht das Bild durch und die werden hier auch so leicht durchsichtig. Ich habe es natürlich auf 100%. So. Dadurch ist halt das vorne, das Dunkle, alles weg und wir können halt den Hintergrund schön sehen. Auch die Icons sind schön, haben wir ja dann nur so ein kleines Fädchen, was nicht ganz transparent ist. Ein bisschen milchig. So, und hier können wir dann halt auch das Bild auswählen. Ich hatte auch dieses hier drinne. Ja, aber durch blaue Symbole und so sah das dann halt ein bisschen blöd aus. Dann hatte ich das hier eine Weile drinne. Man kann auch selber ein Bild nehmen. Aber mir persönlich hat halt das hier am besten gefallen. Ihr könnt natürlich auch hier individuelles Bild auswählen. Ja, und dann kommt ihr hier in den Ordner, wo jetzt die drinne sind. Und dann geht ihr einfach auf die Datei, wo ihr hin wollt. Ich gehe jetzt einfach mal hier. YouTube. Neues Logo. Und dann nehmen wir einfach mal das und dann würde das dann halt so aussehen. Na, dann könnt ihr dann halt individuell jedes Bild rinballern, was ihr gerne möchtet. Ja? Und wenn man das dann halt die größer macht, ja? Seht ihr das Bild? Das wächst mit. Wir können auch hier komplett groß machen. Aber so groß brauchen wir das gar nicht. So. Ihr könnt auch, dass die so schwebt. Also ihr seht ja, dass hier unten so ein bisschen Lücke ist. Das könnt ihr auch einstellen. Nennt sich schweben. Kommen wir, glaube ich, noch dazu. Sonst ist die halt bündig auf der Taskleiste und ich habe halt schwebend, weil das halt schöner aussieht. So, jetzt machen wir aber erstmal wieder das Bild rein, was mir persönlich besser gefällt. Und das ist halt dieses. Finde ich halt einfach ganz schön. Oder war das hier schon mit bei visuelle Effekte? Verschiebene Startmenü. War das hier schon mit bei oder war das erst beim nächsten? Menü beim Öffnen animieren, verschieben Menü von Taskleiste. Nur bei zentriert. Verschieben. Ach, hier ist es. Seht ihr, jetzt ist es bündig. Ja, immer. Dann schwebt es. Seht ihr das? Ich mach nochmal. Und dann werden die alle ganz klein und dann habt ihr so eine kleine Übersicht. Dann könnt ihr das auch Programme auf die rechte Seite verschieben oder was weiß ich. Hier zum Beispiel machen wir mal hier mit. So, das ist dran. Wir waren dann Computer. Wieso macht er das jetzt nicht? Ja, das ist jetzt wieder Vorführeffekt. Aber machen wir mal hier runter. So, dann wäre Programm halt hier. Und wir können es dann halt auch hier oben wieder hin machen. So, müssen wir mal so machen. Programme, Stream. Und dann ist es wieder so, wie wir hatten. So, und dann schwebt auch hier. Seht ihr das? Jetzt funktioniert es. So, war Vorführeffekt. Dann wird es halt so ein bisschen kleiner. Aber ihr könntet halt auch so komplett verschieben. Voll cool. So, Symbol Startleiste. Das ist dann halt das Symbol von Windows in der Startleiste. Also das Startsymbol. Was ihr euch anpassen könnt, da kommen wir dann noch gleich dazu zum unteren. Und hier habe ich mir schon einige runtergeladen. Ja?
Ihr könnt hier so unfassbar viel machen. Ihr könnt hier ein Bild auswählen. Ihr seht da den Ordner praktisch. Und da habe ich alles reingepackt, dass ich halt nicht zwei Ordner habe. Das habe ich dann alles hier. Start 11. Icons, das sind die Icons. Ich mache das mal extra groß, dass ihr das seht hier. Das ist so eine einzelne Datei. Ja. Ja. Da ist er. Das ist eine Eigenschaften. BMP-Datei oder eine PNG. Ja, das ist wahrscheinlich Vorschaubild. Und die sind dann jetzt, macht da dann hätte ich einfach rein. Und dann habt ihr das auch alles schön zentriert, immer schön im gleichen Ordner und braucht halt nicht denn zu einem neuen Ordner wechseln. Das könnt ihr natürlich auch mit den Hintergrundbildern machen. Und dann Bild auswählen. Könnt ihr dann halt ganz normal auswählen. Hier seht ihr das dann halt so. Nehmen wir mal Windows-Logo. Ja, und wenn ich dann hier raufklicke, seht ihr, dass das weiß wird. Und wenn ich hier drin bin, ist es blau. Ich hatte vorher die ganze Zeit eigentlich dieses Biohazard-Symbol. Das fand ich auch ganz geil. So. Und dann ist es halt so. Aber ich habe jetzt den Ball gefunden. Da hatte ich einen Link hochgekriegt. Das sieht auch ja nicht mal so schlecht aus mit dem Icon. Aha. Oder halt Start 6. So. Dann ist es halt auch ein bisschen farbig. Oder Windows 7 hier. Start 7. So. Nicht Windows 7, Start 7. Hab da halt so viel drin. Aber ich fand den Ball halt geil. Oder hier das Piano Black. Das sieht auch ganz cool aus. Ja, das fällt kaum auf. Also wenn ihr eine helle Taskleiste habt, fällt es halt auf. Zack. Aber ich fand den Ball halt eigentlich am schönsten. So, dann können wir auch sagen, herunterladen. Und dann kommen wir halt zu dieser Webseite. Also ich euch das auch mal zeige. Also ihr könnt eine gewisse Anzahl könnt ihr runterladen. Und dann müsst ihr da einen Account machen. So. Wir gehen mal. ...60 pro Seite. So. Wird uns auch viel mehr angezeigt. Ja, könnt ihr den Ball wegmachen mit so einer Flagge. Vielleicht auch für die anderen Windows-Versionen. Ihr könnt Minecraft nehmen. Oder hier so einen blauen Ball. Ja, Totenköpfe habe ich auch gesehen. Audi-Zeichen. Einfach mal weiter. Ein Apple-Zeichen, obwohl ein Mac, Mac-Zeichen, obwohl die halt Windows haben, das ist alles möglich. Oder hier. Standard halt oder Fahne. Oder hier so ein Viereck und ach, so viel. Oder hier so einen dunklen Ball. Und dann halt hier schwarz und weiß und blau. Oder hier. Cyberpunk, ja, dann hat es so ein Cyberpunk-Design oder halt hier dieses ältere Windows mit dem Fenster, mit diesem fliegenden Windows. 98 müsste das, glaube ich, sein. So, oder hier. Pikachu halt. Ne, das ist Pikachu, Raichu und wie hieß der Kleine, den sie danach eingefügt haben. Ich weiß es gar nicht. Oh, One Piece, das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Oder hier Science Fiction, das ist dann das halt so ein Fenster. Zombies. Spartaten. Spartiaten. Mensch, was? Spartaten. Spartiaten. Vista Style fand ich damals eigentlich auch ganz cool. Alle haben über Vista gemeckert. Ich fand den Style von Vista eigentlich ganz cool. Oder hier dann so X-mäßig gemacht. Pokémon, da habt ihr verschiedene Pokéball-Farben. Oder hier halt Windows-Zeichen in einem Ball.
man hier so eine Art Sonne, Hello Kitty. Transformers, Ferrari, New York, nix. Oder hier so ein rundes Ding, oder hier so ein Wirbel, oder nur ein bunter Ball, Augen, Kirche, hier ist Doom. Wir haben sie dann halt mit schwarzen Schatten außenrum gemacht. Oh, Fallout. Passt ja. Gucken wir uns mal ran. So, Weihnachten und ich und so was alles. So. Das ist doch hier. Ach Mensch. Hunter x Hunter müsste das, glaube ich, sein. Wenn ich die Augen sehe, müsste Hunter x Hunter sein. Oder hier, mit, dann steht eine 8 dann halt drin. Oder hier von Asus, Republic of Gamer, ja, mit dem Auge. Ihr seht, da ist wirklich extrem viel. Oder ihr könnt ja so ordnermäßig. Oder Android-Symbol, Simpson. Zelda. Breaking Bad. Green Lantern, Batman, hier ist der Totenkopf, ja, Superman. Also viele gleichen sich auch ein bisschen bei diesen Bällen und so. Hier haben wir doch den Totenschädel. Also da ist wirklich, eigentlich sollte da für jeden was mit bei sein, aber hier auch ganz süß gemacht. Wolverine. Oh, ein Zahnrad steht dann hinten. Habt ihr hier ein Zahnrad anstatt Windows-Zeichen? Ja, das Black habe ich ja. Black Piano habe ich mir runtergeladen. Und das war's. Ne, hier ist noch was. So. Wenn wir dann da rauf gehen, ja, können wir uns dann angucken, wie es aussieht. Das ist jetzt halt kontraproduktiv, weil das würde dann halt hier unten in der beim neuen Windows dann halt ein bisschen doof aussehen, wenn es dann halt, weil dann würde es wieder wie das Windows XP so klein gemacht werden, weil das halt so groß ist. Und hier bei dem Totenkopf, da hätten wir dann halt nur den Totenkopf mit Augen, ohne Augen hast du nicht gesehen. Das sieht dann wieder interessant aus. Und dann gehen wir einfach auf Download. Ah, ich habe meine Maximalanzahl schon runtergeladen. Schade. Ich habe gedacht, das kann man irgendwie, müsste ich dann halt hier Mitgliedschaft machen. Schade. Schade, schade, schade. Also ihr könnt, ich weiß nicht, wie viel runtergeladen habe, 6 Sachen, 7 Sachen. Ich teste mal was. Einfach mal hier den Opera Browser. Ach, seht ihr, da geht's wieder. Gut. Haben wir den Skull, nehmen wir. Na, der, glaube ich, der fällt kaum auf, aber wir können es ja mal testen. Ach so, falscher. Wo ist er denn jetzt hin? Habe ich den geschlossen aus Versehen? Ach, ich habe den geschlossen. Download, kann ich euch auch gleich sagen, wie viel wir mal laden können. Dann 2. Ach so, das ist komplett mit Leiste und so aus Windows ist das da. Aber One Piece muss noch sein. Ach so, geht ja nicht. Muss ich ja wieder kopieren. Das ist jetzt Nummer 3.
So, dann haben wir hier noch Sonne. On, off. Weil hier so ein weiß, weiß-bunt, schwarz-bunt. Und blau hier hätten wir dann auch einen schwarzen Ball, bunt und dann halt so. Das ist halt ein bisschen heller als der, den ich jetzt habe. Auch weg. Hier hatten wir dann halt verschiedene. Rot, blau. Ich glaube, das habe ich aber auch schon. Hier hatten wir dann auch nochmal so einen Ball. Aber hier ist dann halt nur ein weißer Schatten. Das habe ich schon mal gesehen, aber das ist halt, da fällt es kaum auf. Müssen wir jetzt noch mal gucken, wo der Totenkopf war, den anderen mit der Krone. Na, hier müsste vorne irgendwo sein. Transformer. Ach hier, Mario. Finde ich jetzt wieder nicht, oder was? Ach, egal. Ach, hier haben wir noch MSI. Ich habe auch kein MSI mehr, also kommt für mich nicht in Frage. Ja, doch, das Gorn. Von Monster Hunter X, Monster Hunter X hat aber nur einen Stern. Fallout auch. Ach komm, dann nehmen wir das noch. Kopieren. Und das nehmen wir auch noch. Ach, dann nehmen wir das halt doch noch mal. Und schon ist der Limit weg. Gut. Mehr zeigen. So. Ich mache das mal auf den anderen Bildschirm, das seht ihr dann jetzt nicht. So. Und dann geht ihr, ich habe ja hier unten noch mein Windows, ach Quatsch, mein Windows Start, Starter Icons. Ja. Machen wir sie erstmal da in den Ordner rein. So. Moment, ich mache das mal so, dass wir etwas besser verschieben können. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So. Und die wollen wir jetzt hier alle hier entpacken. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann können wir das nämlich hier reinschieben. Und dann sagen wir, wir wollen das Bild hier ändern, Bild wählen. So, und dann sind wir automatisch in dem Ordner, wie ich es euch gesagt habe. Und da schieben wir diese Sachen. Fortsetzen. Schieben wir alle rein und dann haben wir hier noch den Ordner. Dann nehmen wir uns einfach die einzelne Datei hier raus. Fortsetzen. Ja. Und dann ist es da drin. Dann können wir das auch hier schon wieder schließen.
muss mir den Ordner, muss ich mir denn auf jeden Fall dann noch auf der zweiten Festplatte sichern. So, und wenn wir jetzt auf One Piece gehen, dann haben wir One Piece automatisch hier drin. Ja, roter Strohhut, schwarzer Strohhut. Wenn wir den Totenkopf nehmen, Bild wählen, hab falsch erdrückt. So. Haben wir hier unten einen Totenkopf. Wenn ich raufgehe, leuchten die Augen rot. Und da ist er dann so fast durchsichtig. So, Bild wählen. Oder wir können hier oben dieses Windows-Zeichen, seht ihr, das ist weiß. Jetzt ist es bunt. Wenn wir raufklicken, ist es schwarz-bunt. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn noch alles dazu gemacht? Achso, ja. Republic of Gamer. Das sieht ja natürlich auch geil aus. Würde auch zu meinem Board passen. Ja, weiß. Wenn ich raufgehe, ist es schwarz. Das gefällt mir natürlich auch. Mann, falsch. Darauf. Dann haben wir hier noch die Bälle. Ja, wo haben wir denn noch mehr? Wo waren noch mehr Bälle? So, die haben wir doch auch unter dann so. Und jetzt leuchtet es halt so. Seht ihr das, dass es so strahlt? Wenn wir darauf hin, ist es schwarz. So, dann haben wir hier noch Bälle. Ach, das ist meiner. Ja, den lasse ich auch wieder drin. Den gefällt mir bis jetzt am besten. Und dann kann ich ab und zu mal zwischen dem und Totenkopf wechseln. Und es wird so einfach ist es. Das wird einfach gleich übernommen. Es kackt nicht ab. Es ist so geil. Also hier können wir dann halt sagen, dass es in der Mitte fixiert sein soll. Also hier in der Mitte oder halt hier am Rand. Da ist ja jetzt hier dieses für dieses Feld. Das ist immer noch da, wenn wir das so machen, dann ist es aber hier hinten. Und hier sind dann halt die Bildschirme. So. Dann kommen wir zur Taskleiste. Und ihr seht, ich mache mal nach unten. Hier ist wirklich richtig viel drin. Ihr könnt so viel einstellen. Wie gesagt, ich habe hier noch nicht alles ausprobiert. Ein bisschen habe ich ausprobiert. Ich bin da immer noch dabei und finde immer noch neue Sachen und bin immer noch geflasht. Erlauben die Startleiste zu erweitern. Dann wird die halt nach... Ich zeige es euch mal. Zack. Ja, so. Und jetzt wird die Startleiste erweitert. Dann steht es dann mit Namen da. Einmal aktiviert, kann wenn der Start 11 Taskleiste Schaltfläche trennen, steuern, auf welchem Display angezeigt, angeheftet, verknüpft wird. Also ich habe jetzt praktisch auf dem anderen Bildschirm sehe ich jetzt genau das gleiche wie hier. Ich kann aber jetzt zum Beispiel das Nvidia, seht ihr das? Ja. Windows Browser, so. Das ist nicht so groß. So, zumachen. Konfigurieren, erweitern und hier kann man dann halt auch noch sagen, auf welchem Bildschirm die Startleiste sein soll und welcher Style, Windows 11, Windows 10 Style, ja, dann ändern hier unten die Icons sich. Da lasse ich halt den Windows 11 Style, den finde ich halt ein bisschen hübscher. Ja, und dann auch, das wird dann praktisch hier ist Startleiste auf Monitor 1 und auf Monitor 2 halt nicht. Da ist dann halt nur die Leiste. Aber das brauche ich alles nicht. Das wollte ich jetzt nicht großartig verstellen. So, muss noch kurz warten, bis alles wiederkehrt. Zack, und schon ist alles wieder da. Und während des Programms, während des Laufens, es wird nichts gespeichert. Also wir müssen nicht speichern drücken. Es wird passiert alles Drag and Drop. Also voll so geil. So, dann können wir hier die Unschärfe einstellen, Hintergrund und so. Was ist denn? So, das letzte Anpassen, Fenster maximieren. So.
Einstellung der Taskleiste anpassen, wenn keine maximierten Fenster vorhanden sind. Einstellung der Taskleiste anpassen, wenn ein Fenster maximiert ist. Ach so, wenn ein Fenster maximiert ist, also können wir dann zum Beispiel sagen, nehmen wir mal ein Ordner-Symbol hier, zack. Und dann gehen wir mal auf, was gehen wir da, Musik. So, das ist halt dann. So, und dann können wir sagen, hier Hintergrund verwischen. Machen wir mal alles an, Farbe ändern, rot. So. Okay. Und wenn kein Fenster, so. So, das seht ihr, das, die schwebt bei mir auch so ein bisschen, die Taskleiste. Und die hat abgerundete Ecken. Ja, also wenn ihr das so macht, wir lassen jetzt erstmal die Transparenz weg. So, und jetzt ist er halt bündig. So, seht ihr das, dass sie halt dunkler wird? Und hier schwebt sie und wird ein Stück kleiner. Kann man eigentlich ganz gut erkennen, glaube ich. So. Das brauche ich aber nicht, weil ich sehr, sehr durchsichtig mache. Und den Hintergrund der Taskleiste verwischen ist halt so. Ja. Im Prinzip bräuchte ich das auch nicht. Ich mache einfach Transparenz anpassen und sage einfach 35%, glaube ich, war das, was ich hatte. So, dann ist die Taskleiste noch da. Man sieht sie. Aber leicht durchsichtig oder sehr durchsichtig und die ist halt bündig. Ich könnte jetzt natürlich auch so machen, dass die Icons komplett in der Luft schweben. Ja, dann, aber dann habe ich halt das Problem, wenn ein helles Bild ist, dass ich die Uhr schlecht ablesen kann. Und das habe ich halt hier, wenn ich so 35 mache. Wenn ich bei 35 bin, habe ich das nicht, weil durch diesen leicht durchsichtigen oder sehr durchsichtigen Hintergrund, aber halt man sieht halt noch ein bisschen was, kann ich die Uhr trotzdem noch gut ablesen. Ja, und die sind alle geordnet. Ich könnte jetzt natürlich auch hier einschalten, alle so. Ja, dann wird der Hintergrund, erstmal hebt sich die an, seht ihr ja. Und dann haben wir hier abgerundete Ecken. Hier auch, hier sieht man es jetzt nicht, weil es dunkel ist. So, und wenn wir das dann wieder machen. Also das ist jetzt der Milcheffekt. Warte mal, den lassen wir mal an. So, jetzt ist er wieder bündig. Ja? Hintergrund verwischen darstellen. Dann ist es halt der Hintergrund verwischt an der Stelle, wo die Taskleiste ist. Finde ich, ich lasse das eigentlich so. Ich finde das eigentlich so ganz, ganz schön. Ja? Und dann haben wir hier automatisch Farbe der Taskleiste verwenden. Wenn wir das jetzt machen, dann dadurch, dass ich schwarz hatte, ja, oder schwarz eingestellt habe, dann wird das halt ein bisschen dunkler. Wenn ich das, also, nee, müsste ja eigentlich ein bisschen heller dann werden. So ist es dunkler. Ja, keine Ahnung. So. Das sind jetzt die Einstellungen für die abgerundete Taskleiste. Ja, da habe ich, könnt ihr jetzt halt schlecht dort sehen. Dann müssten wir das hier alles nochmal anmachen. Und dann müsst ihr hier auf die Ecke gucken. Hm? Wenn ich das jetzt hier anmache. Und dann kann man die Zeit hier anpassen. Seht ihr das?
wird so ein Stück kleiner. Aber es brauche ich nicht. Ich lasse es so. Gefällt mir halt persönlich am besten. So, dann machen wir das mal hoch und das auch hoch. Damit wir ein bisschen Übersicht haben. Hier können wir noch die Sekunden anzeigen. Habe ich auch was. Ändern Sie Aussehen und Position der Startoberfläche. So, dann kommen wir eigentlich da wieder hin, wo wir hier unten, so, wo wir hier sind. Ja? Also kommen wir praktisch von der Leiste wieder hier hoch. Sie sind alle irgendwie verbunden, damit man halt auch, weil wir sind ja bei der Taskleiste und dann wollen wir, wenn wir den Ball ändern wollen, obwohl der Ball halt auch ein einzelnes Menü hat, werden wir dahin halt zurückgeschickt, wenn wir das machen wollen. Weil gehört ja auch zur Taskleiste. Das finde ich halt ganz gut. So, was haben wir? Individuelle Textur. So, dann können wir das. Ja, müssen wir aber. Ach so, ist durchsichtig. So. Dann ist das halt durchsichtig, aber wir haben diese individuelle Struktur, also dieses Holzmuster. Wir können natürlich auch Streifen nehmen oder wir können das Bunte nehmen. Da haben wir so ein bisschen Wellenlinie, wie ihr hier seht, wie ihr von Windows Vista kennt. Da war ja auch in der Leiste hier unten so ein bisschen Wellenlinie oder halt komplett schwarz. Oder halt eigenes Bild wählen und dann könnt ihr Datei, YouTube, neues Logo. So. Achso, das macht da nicht so groß auswählen. Müssen wir. Weiß ich nicht, jetzt Logo neu. Nein, nehmen wir einfach mal das hier. So, dann seht ihr, dann habt ihr das Bild hier unten so drin. Da kann man sich dann natürlich noch anpassen. Ja, seht ihr, das hat dann halt über die ganze Fläche ist und so. Aber das brauche ich nicht. Ich will kein Design hier hinter haben. Ich will einfach nur so halb durchsichtig haben. Dann bin ich schon komplett zufrieden. Eine individuelle Textur. Achso, nee, da waren wir ja. Achso, Rechtsklick und Linksklick. Da habe ich Standard dran. Ne? Ja. Man kann natürlich mit Rechtsklick und Linksklick, man kann das ja auch anpassen. Entscheide, was bei einem Rechtsklick auf Taskleiste passiert. Habe ich beides an. Also wenn ich dann hier Rechtsklick mache, hier kommen wir dahin, hier kommen wir dahin. Und wenn ich das jetzt hier ausschalte, ja, kommen wir hier halt das kleine Menü. Ja. So. Hier unten war ich noch gar nicht drin. Taskleiste, Position, Button ausrichten. Also da war ich noch gar nicht drin. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Nehmen wir jetzt mal primären Monitor. Oben ausrichten. Achso, dann ist die Taskleiste oben oder was? Ja, dann ist sie hier oben. Und bei den anderen Monitoren ist sie unten. Also ist nicht, dass er für alle, kannst du für alle separat machen. Ist ja cool. Taskleiste Größe, extra groß. Will ich auch mal wissen, was da passiert. Ach, geht nur mittel groß. Oben. Noch Button ausrichten. So.
Dann ist er wieder unten. Muss er kurz warten. Da ist er. Dann wird es auch wieder transparent. Mal gucken, wenn wir jetzt hier groß, extra groß. Geht nicht. Groß. Sie müssen Start 11 aktivieren, um Taskleiste zu verbessern. Ist doch aktiviert. Touch-Modus brauche ich nicht. So, hier kommen wir denn dahin, da können wir dann halt Sachen an die Taskleiste anheften. Und wie sie denn dargestellt werden. Untermenü und hier Ordner. So, und dann kann man halt hier was auswählen. Wir gehen aber mal hier einfach mal auf eine Datei. Also ein Video. Sagen Video Splitter. Achso, da ist ja keine Datei drin. So, nehmen wir mal Rack Edit. Okay. Ja. So, und dann haben wir hier Rack Edit. Wenn ich das jetzt starte, das dauert eine Weile, bis das immer startet. Also, die muss ich auch Doppelklick machen oder was? So. Von Taskleiste lösen. Und dann haben wir hier Ordner. Hier können wir jetzt zum Beispiel den Ordner Dokumente nehmen. Und dann zack. Ja. Und dann ist hier der Ordner Dokumente. Und dann haben wir die so. Wir können auch dann einstellen, wie sie dargestellt werden sollen. So, Ordner Menü. Da können wir dann alle Apps. Ja, nehmen wir mal einfach alle Apps. So. Und dann sind alle Apps da zu sehen. Oder wir können Ordner Menü. Schnellstart. Ja. Dann haben wir hier den Schnellstart. Können wir uns anheften. Machen wir aber erstmal alles wieder hier weg. So. Und dann haben wir noch Suchen. Könnt ihr euch die Suche auch noch anpassen. Steuerung, ja, Tastatur, Maus. Könnt ihr hier auch alles noch ein bisschen. Da habe ich, aber wie gesagt, ab hier, das habe ich alles noch nicht. Da habe ich nur so leicht so ein bisschen reingeschaut. Ah, hier kann man so ja Backup erstellen. Ist ja geil. Ersteller wiederherstellen. Backup. So. Erstes. Start. Backup. Und das machen wir einfach beim Desktop hin. Speichern. So, und dann ist es da unten. Hier ist es. So, dann gehen wir wieder, machen wir das wieder hoch. Und dann haben wir hier noch Infos, Lizenz, hast du nicht gesehen, Version 2.07. Das kann man auch hier überprüfen. Ihre Version von der Status ist die auf dem neuesten Stand. Ja. So. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles geschafft. Das Video ist schon viel zu lang. Ich wollte es euch nur kurz zeigen. Vielleicht mache ich noch was Kürzeres. Und dass ihr das zuerst sehen könnt und das lange Video jetzt hinterher. Wie gesagt, ich bin immer noch am Rumexperimentieren. Weil es ist so unfassbar viel drin und man kann so unfassbar viel coole Sachen mitmachen und sich sein Windows individualisieren und anpassen.
dass es schöner aussieht. Wie gesagt, auch mit den abgerundeten Ecken und die Farbe. Seht ihr ja hier, jetzt mit dem Türkis hier. Sieht halt schön aus. Wir können den rot machen, was weiß ich. Ja, also was um den Ordner rum ist. Aber man kann hier schön. Und hier sieht so sieht es halt schön aus. So hat man es übersichtlich, seine verschiedenen Kategorien. Man hat ein schönes Hintergrundbild. Ja, frisst auch nicht viele Ressourcen mehr. Ja, man sieht auch genau, wo man gerade ist, auf welchen Icon. Man hat unten den Windows-Ball, kann man sich anpassen, dass es halt ein bisschen besser passt. Und dann halt hier schön, man kann, wie gesagt, die eigene, kann auch komplett wegmachen und die Icons, dass sie dann in der Luft schweben sozusagen machen. Das geht natürlich auch. Oder wenn man lieber halt eine komplett dunkle Taskleiste hat oder eine, in einer bestimmten Farbe hat, kann man sie natürlich auch machen, die dann ein Stück kleiner, abgerundete Ecken und die schweben lassen. Dann hat man unten den Desktop-Hintergrund noch zu sehen und ringsherum. Und dann schwebt die so ein bisschen in der Luft, habe ich euch auch gezeigt. Also da kann man so viel machen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, das Video. Ich konnte euch das ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur mein Vorab. Weil ich habe noch nicht, wie gesagt, alles geschafft, daran zu testen. Weil so unfassbar viel drin ist. Aber es ist wirklich ein richtig geiles Programm. Und ich wollte jetzt hier nicht noch in zwei Wochen warten, bis ich es komplett alles durchgetestet habe und die anderen Punkte noch durchgetestet habe. Weil ich wollte es eigentlich so schnell wie möglich für euch bringen, damit ihr da so einen Überblick habt über die Software. Ich werde euch die auch verlinken. Ihr könnt gerne die 30-Tage-Testversion testen und ob es was für euch ist. Und dann könnt ihr halt immer noch eine Vollversion kaufen. 11 Euro ein paar zerquetschte. Guckt doch mal die anderen Programme von den Leuten an. Die haben da ein paar richtig coole Sachen am Start. Das soll jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.